So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together. Heute bin ich wieder am Spiel und Koto ist heute im Hintergrund. Und wir waren das letzte Mal in der Zerrwelt stehen geblieben. Und wir müssen schauen, dass wir hier jetzt noch irgendwie durchkommen. Ich muss jetzt sowieso hier erstmal schauen. Aber ich glaube, wir kommen hier richtig, weil alles, was nach unten geht, ist richtig. Ja genau, da war ja. Auch ist er schon. Das schattenhafte Pokémon ist nicht hier. Es hat mich hier zurückgelassen und ist weiter unten dann verschwunden. War es wirklich damit zufrieden, mich einfach nur bei der Ausführung meines Planes zu stören? Übrigens, kennst du dich eigentlich mit dem Einfluss von Genen aus? Ja, tue ich wirklich. Wenn das wahr ist, bin ich beeindruckt. Gene stellen den Bauplan aller Lebensformen dar. Das schließt Menschen ebenso wie Pokémon ein. Die Gene befinden sich in der DNS. Diese DNS besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Strängen. Sie sind so miteinander verbunden, dass sie eine Spirale bilden. Jeder Strang besitzt Basen, die über Wasserstoffbrücken miteinander verbunden sind. Kein Strang und keine Base kann ohne gegenüberliegende Seite existieren. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wir befinden uns hier in einer bizarren Welt. Die Zeit steht still und der Raum ist instabil. Nur das schattenhafte Pokémon lebt hier. Diese Welt existiert auf der gegenüberliegenden Seite unserer Welt. Und unsere Welt ist es, die ich ändern will. Ohne die eine kann die andere Welt nicht existieren. Das schattenhafte Pokémon muss also eine Rolle dabei spielen, die beiden Welten im Gleichgewicht zu halten. Deswegen würde es mich in meinem Plan gestört und mich hierher gebracht haben. Das schattenhafte Pokémon muss diese bizarre Welt geschaffen haben. Durch meinen Versuch, unsere Welt zu ändern, wurde es gestört und trat in Erscheinung. Aber das alles spielt keine Rolle. Was wirklich zählt, ist, dieses Pokémon zu besiegen und diese Welt verschwinden zu lassen. Ich werde nicht erlauben, dass es sich noch einmal in meine Pläne einmischt. Ist es erst einmal verschwunden, kann keine der Welten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren. Der labert immer. So. Anstatt uns gleich zu bekämpfen. Nee, das macht er erst ganz unten. So. Oje. Wenigstens hast du es direkt gefunden. Ja. Ein bisschen kenne ich mich ja hier doch noch aus. Oh, wir sind schon hier, okay. Das ist nett, dass wir schon hier sind. Dann sind wir ja bald unten. So. Ja, ich denke, man kennt es ganz gut am Hintergrund, dass da nämlich viel nach unten geht. Tja. Kriegen wir den überhaupt irgendwo anders hin verschoben? Ja, Moment. Selfie sagt uns ja, wo wir die Steine hinpacken müssen. So, das war Selfies Felsenrätsel. Jetzt kommen noch die von Tobutz und Vesprit. Ach so. Ah, okay, ich verstehe. Also ist ja nicht so schwer. Ja. Das Selfie war noch das Einfachste, das ist halt das, jetzt müssen wir bloß erstmal hier hin. Das ist das von Vesprit. Das von Tobutz ist das Schwierigste. Tobutz war das von des Wissens, oder? Nee, Selfie ist das wissende Wesen, Vesprit ist das fühlende und Tobutz das starke. So. Ups. Jetzt müssen wir halt nur einmal komplett außen rum gehen, weil wir ja sonst nicht mehr zurückkommen. Moment, da muss man ja hier. Ja, genau. Hier, hier, hier. Da ist Giratina. Hier geht's hin. Und war hier nicht was? Ja.
Ah, da unten steht wer. Ja, da ist Cyrus. Geht's hier schon hin? Ist er gerade an, ne? Okay, ich hab gedacht, er wäre verschwunden. Na gut, dann können wir das letzte Felsenrätsel auch gleich noch mit anpacken, wenn wir jetzt schon hier sind. Mit Kaskade kann man da später hoch? Oder ist das nee, eine Stelle, wo man nicht das, mehr das ist sogar ausnahmsweise mal ein Wasserfall, für den man keine Kaskade braucht. Weil da ist gleich der dritte Stein da unten. Das ist nämlich der Felsen von Turbots hier. Ja. Ist ein bisschen unpraktisch, wenn man hierher kommt und kein Wasser-Pokémon dabei hat. Man kann ohne Surfer und sowas überhaupt nicht hier rein. Sonst kommt man überhaupt nicht durch den Kraterberg durch. So, beide Felsen sind unten. Da müssen wir jetzt nur noch die restlichen zwei verschieben. Ja gut, so schwer war es jetzt eigentlich nicht. Ja. Gut, man kann, man, wenn man nicht weiß, dass man da oben abbiegen muss, muss man den ganzen Weg zweimal gehen. Ich hätte wahrscheinlich am Wasserfall ein bisschen gesucht, aber ich denke spätestens, wenn man versucht, den Wasserfall anzureden, müsste es dann doch auffallen. Ups. Ups, das war jetzt nicht so gut. Das wollte ich jetzt nicht. Na gut, Moment. Den Felsen kriegt man schnell wieder. Moment. Dann kann ich jetzt einen kurzen Weg zurückgehen. So, das macht ja nichts. Dann sieht man den anderen Weg auch mal. Kürzer ist er ja jetzt nicht unbedingt. Wir sind bis jetzt immer noch auf demselben Weg, aber ich meine, das war hier lang, dann hier und hier. Und dann sind wir nämlich schon wieder hier. Hier geht's weiter. So. Moment, da hinten war nix. Hier geht's weiter. Auf dem Weg spart man sich den Wasserfall. So. Na dann. Diesmal ins richtige Loch rein. Achso, ich habe mich gerade gewundert, warum du die ganze Zeit außen rumläufst, aber man kann ja okay in Absätze hochlaufen. Nö. Das geht nicht. So, alle Felsen sind drin, dann können wir hier jetzt weiter. Ich vermute, die Pokémon der Seen sind nach Hause zurückgekehrt. Ich verstehe das so, dass sie sind, die das Gleichgewicht zwischen Palkia und Dialga aufrechterhalten. Bedeutet das, dass sie bei Giratina nichts in der Art ausrichten können? Hups. Wir haben gar keine Zeit, hier stundenlang zu reden. So. Und dann sind wir jetzt ganz unten in der Zerrwelt. Und da wartet er schon. Wir haben es geschafft, vorhin ist Giratina. Du bist also schon hier.
Warum willst du die Welt... Oh, Moment. Entschuldigung, falscher Charakter. Warum willst du die Welt unbedingt verändern? Wenn du die Welt zu sehr hast, dann such dir doch einfach eine einsame Ecke. Such dir einen Ort, an dem du einsam leben kannst und an dem du niemanden um dich herum hast. Warum sollte ich mich vor der Welt verstecken und einfach nur sitzen und warten? Ich will die Welt von der vagen und unvollständigen Vorstellung von Geist und Verstand befreien. Nur so kann unsere Welt wieder vollständig werden. Das ist meine Gerechtigkeit und keiner wird mich aufhalten. Na doch. Ich werde nicht verlieren. Nicht gegen so ein schattenhaftes Pokémon. Nicht in einer wertlosen Welt. So. Dann wollen wir mal. Dieses Mal ist er sogar auf unserem Level-Niveau. Das letzte Mal mal runter, oder? Das letzte Mal war... Ich weiß gar nicht. Er war auf jeden Fall sehr leicht. Dieses Mal ist er nicht mehr ganz so einfach. Habe ich mir irgendwie fast gedacht, dass er mit einer Top-Genesung angeschissen kommt. Ja, vielleicht reicht so zweimal Wasserdüsen. Nö, reicht's denn. Wobei doch, bei Hundemon könnte es reichen. Das ist... Da ist ein Unterschied zwischen Def und Spätzdef groß genug, dass das was ausmacht. Weil Hundemon hat eine halbwegs gute Spezialverteidigung und eine relativ beschissene Def. So, Kramchef kommt. Okay. Auch wenn Chris schon Level 47 ist, das darf er machen. Es gibt bestimmt noch genug Zeit, wo er nicht rankommt. In der nächsten Arena wird er nicht allzu viel glänzen können. Nächste Arena ist Elektro. Ja. Ist etwas, was die meisten Flug-Pokémon können. Was man gar nicht, woran man meistens auch gar nicht denkt, aber die meisten Flug-Pokémon können Hitzewelle lernen. So, Garados, ja gut. Da habe ich jetzt nichts gegen, wenn du den hier reinschicken willst. Da kannst du mich auch bedrohen. Oh, deswegen okay. Schick dann rein. Ja. Ja, okay. Ziemlich schnell. Ja, Garados ist ein klein wenig schneller als Luxtra. Aber auch nur ein klein wenig. Das sind insgesamt 11 Init-Punkte, die da dazwischen liegen. So, wen schickt man jetzt da dagegen rein? Wendigo sollte einen guten Job machen. Der hat die beste Verteidigung von allen. Und der kriegt mit dem Rasierblatt da zumindest neutral getroffen. Einen Eiszahn kriegt er weggetankt. Machen wir trotzdem. Das war ein Volltreffer. Ja. Oha. Synthese kann man leider nicht nehmen. Mal schauen, vielleicht überlebt er noch einen. Nee. Okay, dann müssen wir halt hier mit härteren Mitteln ran. Der Chris ist auch besiegt. Naja. Nick hat auch schlechte Chancen. Wupan hat kaum eine Chance und Neo auch nicht unbedingt. Das ist eine echt blöde Situation gerade. Ja, wahrscheinlich vor allem noch vor Beleber. Ich will erstmal noch rausreißen, was ich rausreißen kann. Und das geht als erstes Mal mit einem Knirscher. Wir müssen hier sowieso auf Garados schwächere Verteidigung hauen. Problem könnte nämlich sein, wenn du Chris wieder reinhaust, wenn du Beleber, dass es dann gerade wieder drauf geht. Der macht aber ganz schön viele Crits hier. Okay. Nick und Wupan würden beide mit dem Erdbeben one-hitten, aber was bleibt mir anderes übrig? Da braucht man eine Finsteraura. Ist schon blöd, dass das Viech Erdbeben kann. Oh je, das haut ganz schön rein. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ein Garados mit Erdbeben ist böse, gerade wenn das einzige Elektro-Pokémon, das man hat, Nick, du überlebst das.
Na, wenn das so ist, hau doch einfach nochmal eine Finsteraura rein. Mit ein bisschen Glück wird's ein Crit. Oh, den haben wir natürlich auch noch. Finsteraura hatte diese wunderschöne 10%ige Chance, dass der Gegner zurückschreckt. Ganz vergessen. Okay. X-Bart. Da haben wir jetzt auch nicht mehr unbedingt so viel. Da schmeiße ich jetzt VM-Opfer rein und gebe Chris einen Beleber. Normaler Beleber sollte ausreichen. Wir haben zwar ein paar Top-Beleber, aber die will ich mir lieber für ganz, ganz dringende Situationen aufheben. Ja, ich denke, das müsste jetzt eigentlich ja geschafft sein, schon fast. Wenn Wupan könnte es im Notfall X-Bud besiegen. Also X-Bud ist schneller als ein Panferno. X-Bud ist scheiß schnell. Und außerdem hat X-Bud einen Flugtyp. Die Sache ist, mit dem Bedroher kriegen wir das Ganze einigermaßen eingedämmt. Auch wenn er mich jetzt vergiftet hat. Aber wofür haben wir Top-Genesung dabei? Also ich muss sagen, in der Generation hat mir diese Doppel Wupan mehr Probleme gemacht, als ich sie hatte. Das ist natürlich jetzt super gut, dass der den Para bekommen hat. Auch wenn er jetzt wieder eine Zapfgenesung reinhaut. Na gut, das war in so einem Bereich, da könnte der Zufallswert den Kill ausmachen. Nee, tut er aber nicht. Überlebt, oder? Ja. Wir überleben das noch, gerade so. Ja, eine Hammer. Das war nur eine normale Vergiftung, keine schwere. Ich weiß, oder? Dass es nur eine normale war, aber... Ja, nee, ich meine nur so mit Damage her. Das war eher eine Frage als eine Aussage. Schwere Vergiftung kommt nur durch zwei Attacken zustande. Okay, durch drei, wenn man genau ist. Nämlich zum einen durch Toxin. Dann der Vergiftungseffekt von der Attacke Giftzahn macht ein schweres Gift. Und wenn man zweimal Giftspitzen raushaut, hat man auch schweres Gift. Snibunna, da haben wir noch jemanden, der das ganz, ganz gut kann. Ach, ein Mugglieb kann er auch noch. Schreckt zurück wahrscheinlich. Ja, ist 100% zurückschrecken. Also, beim Mugglieb. Aber Snibunna hat so eine wunderschöne doppelte Kampfschwäche. Da. Snibunna ist noch ein Eisgriff, oder? Ja, Eiskampf. Ja, genau. Mich wundert es gerade, dass der das überlebt hat. Aber halt wahrscheinlich genauso viel, dass er keinen Tanken einsetzt, aber hat er eh keinen mehr. Ja. Das war's mit Snibunna. Nachdem ich hier schon wieder bei 19 Minuten bin, willst du Giratina machen? Wie lange dauert's? Also ich würde es heute nicht mehr machen, aber von mir ist egal. Ich könnte es morgen noch machen, also wie du willst. Weil wenn ich das jetzt noch anpacke, dann überziehe ich den Part maßlos und ich will danach sowieso noch mein letztes Pokémon fangen eigentlich. Was kommt denn nach Giratina? Also das letzte Pokémon kannst du ja eh irgendwann fangen. Direkt danach. Ich kann es sicher machen, ja. Ja. Mir ist es egal, ich kann jetzt auch den Part noch überziehen und wir fangen Giratina noch. Es ist halt die Frage, wie viel Pokéball das Vieh schluckt.
Ich denke, 5 Minuten schaffst du es nicht. In 5 Minuten schaffe ich es nicht, also ich müsste den Part überziehen, es sei denn, ich habe sehr viel Glück. Und theoretisch hätte ich einen Meisterball, aber den will ich mir eigentlich für was anderes aufheben. Aber ich habe ein bisschen eingekauft hier. Also wie gesagt, mir ist egal, also wenn du heute das Giratina noch fangen wollen würdest, Ich will es eigentlich heute noch fertig machen, weil... Dann müsst du überziehen einfach den Part, weil ich denke nicht, dass ich das heute jetzt noch mache. Ich würde es dann morgen machen. So, Moment, ich mache das hier jetzt auch gleich mal so, dass wir hier den Quickload haben. So, dann kommt's jetzt. Wen habe ich denn eigentlich vorne? Ich will Chris vorne haben. Jetzt macht man nochmal schnell Speichern richtig. Ja. Machen wir es mal so. Und dieses wunderschöne Battle-Theme von Giratina. Ich höre es leider nicht. So, mein allererstes Ziel, ich will das Viech paralysieren und... nee. Der kommt mir gleich mit einer Schemenkraft daher. Moment mal. Das können wir besser. Okay. Ja, allerdings hat VM überhaupt nichts, was ich gegen Giratina benutzen kann. Ja, ist egal. Der ist nur zum Opfern gerade da. So, dann haben wir ihn jetzt ein zweites Mal bedroht. Dann hat er zumindest schon mal nur noch halben Angriff, womit eigentlich jetzt nur noch seine Unheilböen und seine... was hat denn der noch? Unheilböen und Antikkraft hat er. Ja, das war ein Volltreffer jetzt, oder? Ja. So, da müssen wir heilen. Kann auch an, dass der gleichen, dass der da gleich wieder einen Volltreffer reinhaut. Das Gefährliche an Giratina ist, dass sich der relativ leicht selber umbringen kann, weil der so wenig Attackenpunkte hat. Achso, Schemenkraft ist jetzt schon komplett weg. Nee, Schemenkraft hat er 5 Attackenpunkte. Drachenklaue hat er 15, dann hat er noch Unheilbühnen mit 5 und Antikraft mit 5. Also der hat insgesamt nur 30 Attackenpunkte. Ich hatte zeitlang immer so das Gefühl, dass wilde Pokémon immer Attacken haben, weil ich teilweise so viele Attacken hingesteckt hatte, dass ich echt gedacht habe, dass die unendlich viele AP haben. In der ersten Gen war das mal der Fall, aber nicht mehr. Ich brauche Chris noch und ich brauche den noch, dass ich den paralysiere. Und deswegen ist bei mich ja auch die ganze Zeit Funkensprung, weil ich damit eine 30%ige Chance habe. Ich habe ja sonst nichts, was Donnerwelle oder sowas hat. Komm schon, einmal paralysieren. Komm schon, Chris, du schaffst das. Ich will ihn nur paralysiert haben. Immer noch nicht. Also normalerweise... Im Normalfall habe ich den bis dahin schon 5-mal paralysiert.
Weil Funkensprung hat echt eine gute Chance dafür. Wenn es jetzt crittet, ja, dann müsste man neu laden, wahrscheinlich. Mhm. Ich hoffe bloß, dass der keinen Boost kriegt. Das ist nämlich das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Ich kann schon einmal paralysieren. Nee, er will einfach nicht. Noch einen kann ich nicht draufhauen, ohne dass er drauf geht, oder? Das wäre sehr knapp. Also es könnte gerade ausreichen, aber ich glaube nicht. Dann halt ohne. Das Viech lässt sich auch so schon schwer genug fangen. Vielleicht haben wir ja Glück. Wenn wir schon beim Paralysieren so viel Pech hatten. Ja. Zweimal hat er schon. Okay. Ist zwar riskant, aber was soll's. Vielleicht kriege ich ihn damit noch ein bisschen geschwächt. Ah, geh noch. Ach, ich mach das jetzt mit der Maus. Ja, das geht auf jeden Fall schneller. Haben wir eigentlich noch Kampf-Items? Ja, haben wir sogar. Verwendest du die? Normalerweise? Normal nicht. Aber in diesem Fall macht's Sinn. Ich denke halt immer, irgendwann kannst du brauchen und dann werden sie am Schluss doch nie benutzt. Das ist ein Crit. Oh shit. Sogar mit X-Abwehr. Ja, da macht die X-Abwehr nichts mehr aus. Wenn der crittet, dann wird es ignoriert. Nick hat gute Chancen, weil der hat gegen alle Attacken von ihm eine Resistenz. Er ist resistent gegen die Drachenklaue, gegen Antikraft hat er eine doppelte und gegen Schemenkraft und Unheilböen hat er ebenfalls eine einfache Resistenz. Giratina ist aber echt eine Bitch, wenn es darum geht, sich fangen zu lassen. Komm, bleib endlich drin. Tu's für Papa. Wäre ein bisschen einfacher, wenn es sich paralysieren hätte lassen, aber das wollt's ja nicht. Irgendwie hab's gut, dass richtig, Probleme kriege ich erst, wenn du durch Unheilböen oder durch Antikraft einen Statboost kriegt. Was immer wahrscheinlicher wird, wenn der so weitermacht. Hat der Ball zumindest mal wieder gewackelt. Ein bisschen heilen.
Nick will ich in dem Kampf nicht verlieren, weil der gegen Giratina einfach zu gut tanken kann. Währenddessen kann man auch keinen Ball schmeißen, oder? Nee, das funktioniert hier nicht. X-Spezialverteidigung haben wir auch noch. Hilft zumindest gegen Unheilböen und gegen Antikraft. Schienenkraft hat er schon fast alle aufgebraucht, wenn es jetzt nicht schon der fünfte war. Schienenkraft war da. Boah, der wievielte war da? Eine hat er gegen. VM-Opfer, dann ja. Einmal gegen Bendigo. Ja, und das war die dritte, glaube ich, erst. Ja. Ich hätte können, wir. Nick, wäre es schon die zweite gewesen, aber das ist hier nicht wahrscheinlich. Wackelt nicht. Immer noch kein Stat-Boost, das ist gut. Solange der keine Stat-Boosts kriegt, ist mir das alles recht noch. Okay. Zum Glück haben wir noch genug Heil-Items. Ja. Das wäre dann die vierte. Ja. Shadow Force. Ups, Moment, da brauchen wir jetzt wieder was anderes. Da müssen wir jetzt wieder hier rein. Der 14. Ball ist das schon. Das Beste, was wir bis jetzt hatten, war zweimal wackeln. Das am Anfang war das direkt. Das ist ein Crit. Der crittet häufiger, als dass er die Stat-Boost mit seinen anderen Sachen kriegt. Was irgendwie verwunderlich ist, weil der Stat-Boost hat eine 10%ige Chance, ein Crit hat eine 6,25%ige. Zum Glück macht der sonst keinen Schaden. Ups, da wollte man hin. Ja, alles außer Aurasphäre und Erdbeben wird den ja sowieso umbringen. Ja, also bei so wenig KP sowieso. Ja. Aurasphäre hat keine Wirkung, Erdbeben hat keine Wirkung. Lichtkanone trifft neutral und Finsteraura sehr effektiv. Ich es liebe, dass ich der einfach nicht fangen lassen will. Mein Bruder hat mal, ich glaube, eine ganze Stunde gebraucht und am Ende hat er dann doch den Meisterball benutzt. Ja, das hab ich hatte das, glaube ich, als ich... Oh, wir sind schon soweit! Bei meiner Pearl... Okay, er hat sich gerade selbst umgebracht. Er hat keine Attackenpunkte mehr. Moment. Also von mir aus... Mir ist egal, ob man den Meisterball schmeißt, aber wäre das jetzt die ganze Zeit Verschwendung gewesen. Giratina wäre ein Meisterball irgendwo wert, aber es gibt in dieser Edition auch 5 Wander-Pokémon, die man sich damit fangen könnte. Vesprit, Arctos, Zapdos, Lavados und Cresselia. Ach, ich habe gar nicht gewusst, dass es Arctos, Lavados gibt. In Platin schon. Aha. Da fliegen die durch Sinnoh rum und man kann sie dort als Wander-Pokémon treffen. Ist aber richtig blöd, wenn man die alle fangen will. Ich hab's einmal gemacht. Hat aber Ewigkeiten gedauert. So. Jetzt können wir ihn aber wenigstens nochmal paralysieren. Ich weiß, dass sie in der zweiten Generation N. Wie heißt Entei?
einen Meisterball gefangen hat, weil es mir immer zu nervig war, wenn es immer abhaut, bevor ich überhaupt noch einen Angriff rausbekomme. Ja, Ente ist recht schnell. Aber Raikou ist der schnellste von den dreien. Irgendwie war mir das jetzt klar. Na gut. Opfern wir das VM-Opfer wieder. Ich will ihn eh gleich nochmal bedrohen. Oh, noch was für ein Typ. Er verschwendet noch eine Attacke, sehr schön. Was für ein Typ ist ein Schemenkraft? Geist. Ja, Geist. Ach stimmt, Geist gibt's ja auch. Er verhaut gerade alle seine Geistattacken aufs VM-Opfer. Ja, jetzt bringt er's um. Drohen wir ihn gleich nochmal. Und dann probieren wir es weiter, den zu paralysieren. Will aber heute nicht. Nein, verdammt. Das wollte ich jetzt nicht, dass das passiert. Oh, das ist ein Crit. Aber keine Paralyse. Crits kommen hier häufiger als Zusatzeffekte. Das könnte jetzt... Skarados hat uns auch schon die ganze Zeit gecrittet. Ja. Ist aber eigentlich verwunderlich. Ich probier's mal. Jetzt kann ich ihn sowieso nur noch schwächen. Oh, Neo ist sogar noch schneller. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Wir haben ihn zumindest mal wieder auf dem Mars runter geschwächt, wo er nicht mehr viel machen kann. Der Rest ist jetzt wieder Glückssache. Und solange er keinen zweiten Stat-Boost bekommt... Gut, sein Angriff ist auf minus 1 und der ganze Rest ist auf plus 1. Er will einfach nicht heute. Haben wir noch. Der will den Meisterball, ich sag's dir. Der will den Meisterball, ja. Warum hat der sich vorhin selbst umgebracht? Waren die Attacken schon auf? Ja, Verzweifler. Bin ich froh, dass Stahlchen noch diese Geistresistenz hat. Ups. Zweimal war's. Wobei, wir können jetzt eigentlich auch mal wieder die hier verwenden. Ich wechsle Nick jetzt eh nicht mehr aus. Ich kann ihm genauso gut seine Verteidigung noch mal ein bisschen stärken. Solange er nicht crittet. Ja,
Ja, ich glaube, der will tatsächlich den Meisterball haben. So, dann müssen wir direkt wieder heilen. Okay. Dann kriegen wir die Spezialverteidigung jetzt auch noch hin. Das war, glaube ich, die vierte oder die fünfte schon Kraft schon. Also zwei hat er gegen das VM-Opfer verhauen. Ich meine, dass er keine mehr hat. Wenn maximal noch eine, aber ich meine, er hat keine mehr. Komm schon, Tienchen, du willst doch auch ins Team. Nee, Tienchen will nicht. Ah je, das dauert. Ja. Aber ich denke, es ist, glaube ich, besser, wenn man einfach eine Überlänge Part haben, als eine ganze Folge dann verschwendet. Ja. Machen wir es lieber so rum. Komm schon, Tienchen, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Einmal. Oh je. Jetzt muss ich wieder heilen, sonst wird das nichts mehr. Ich weiß nicht, ob er nochmal Unheilböen hat oder nicht, oder mein Dragonclaw Crit würde mich auch schon umhauen. Wir sind sowieso schon wieder relativ kurz vorm Ende, weil der hat bald keine Attackenpunkte mehr. Ich probier mal. Wobei. Der bringt, glaube ich, jetzt noch nichts. Wir sind noch zu früh im Kampf. Der bringt er. Ja. Ab Runde 30 wird der erst so richtig stark. Finsterbälle sind da momentan echt nur das Effektivste, was man haben kann. Ich dachte, die Kammerbälle werden schneller, effektiv. In Gen 5 und 6 sind sie das auch. Da sind sie ab der 10. Runde auf voller Stärke. Aber hier erst ab der 30. Wie hoch ist das dann? Mal 4? Ja, bei 4-fache. Aber der Finsterball hat genau die gleiche. Finsterbälle sind damit so ziemlich die besten Bälle, die man neben Flottbällen haben kann. Wobei Flottbälle erst in Gen 6 auch so richtig stark geworden sind. Das war jetzt ein Crit. Was haben wir denn noch? Wendigo kann es noch ein bisschen aushalten. Sind denn nur Drachenklauen, die er wegtanken muss? Weil alle anderen Attacken müssten bei ihm, glaube ich, leer sein. Ja, so lange dauert es eh nicht mehr. Das Risiko, der kommt. Ja, der tankt das gut weg. Vor allem ja auch, weil Tienchen auf minus 1 ist. Da hat er zumindest mal wieder einmal gewackelt. Komm schon, Tienchen. Rein mit dir. Jetzt oder nie. Bevor die Attackenpunkte wieder ausgehen.
für ein legendäres, das man eigentlich sowieso fangen sollte. Man muss es nicht fangen hier, das ja, ist es ja. Ja, aber das ist mir ja, das sind ja... Die Alga und Palkia lassen sich wesentlich einfacher fangen. Die haben beide eine Fangrate von 30. Giratina hat eine Fangrate von 3. Was? Ja, es ist die niedrigste Fangrate, die es gibt. Ja. Seine Attackenpunkte müssten eigentlich gleich aus sein. Ja, da sind sie aus. Da kommt der Verzweifler und dann probieren wir das halt nochmal. Vielleicht kriegen wir ihn ja diesmal paralysiert. Hoffentlich. Und vielleicht kriegt er diesmal keinen Stat-Boost. Und vielleicht auch weniger Crits. Ja, wir kriegen aber erstmal einen Crit. Ich will aber keinen Crit, ich will eine verdammte Para haben. Ich drücke einfach mal die Daumenfläche für sowas. Nee. Der will sich einmal nicht paralysieren lassen. Ich habe eine verdammte 30% Chance auf den Funkensprung drauf. Das war jetzt inzwischen der 10. Funkensprung, den allen drei versuchen und keiner hat paralysiert. Wieder Zeit, VM-Opfer reinzuwechseln. Ich kann jetzt genauso gut versuchen, hier schon mal einen Ball zu werfen. Hyperball. Vielleicht will er ja in den rein. Ich würde es lachen, wenn das klappt. Zweimal gewackelt. Das wäre schon ziemlich genial. Probieren wir es mal mit meinem Lieblingsball. Vielleicht will er ja da rein. Nee. Mein Superball mag er nicht. So. Dann haben wir wieder den zweiten Bedroher drauf. Und wir probieren es weiter mit der Para. Ich mache halt lieber das, bevor ich gar nichts machen kann. Ja, das ist aber, glaube ich, schon fast seine letzte Schemenkraft, oder? Noch eine hat er, normalerweise. Eine hat er noch, stimmt, ja. Komm schon, paralysieren endlich. Ja, ja, er ist ja paralysiert! Jetzt stirbt man nicht. Ja, jetzt darf er nur nicht mehr sterben, das stimmt. Ich mache jetzt extra keinen Knirscher, weil ein Crit davon wird reichen. Wir müssen uns nur irgendwie in den roten Bereich bringen. Mit wem macht man das? Ugh.
recht viel mehr will ich nicht mehr drauf und ich mache mit Wendigo vielleicht nachher noch eine Kreuzschere. Das Problem ist halt immer noch, wenn es krittet. Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt paralysiert und im Roten. Giratina ist nicht mehr paralysiert. Das gibt's nicht. Das geht nur mit Pokémon-Ami und der existiert hier noch nicht mal. Den habe ich jetzt noch gewollt. Alles oder nix, wenn es kein Crit ist, kill dann nicht. Natürlich! Ich fasse es nicht. Einmal, wenn man den Crit nicht braucht, wirklich. Es ist manchmal echt unglaublich, wie... Volltreffermechanik in Pokémon. Sie kommen immer dann, wenn du sie nicht brauchst. So weitergeht, Wenn ich warten muss, machst du schon fast offscreen. Oder mit Meisterball. Nee, ein Meisterball bedeutet hier aufgeben. Das mache ich nicht. So. Diesmal zumindest auf dem zweiten Mal paralysiert. Ich denke, Endfunksprung, dann dürfte es ja schon fast passen. Dann probieren wir es mal. Von allen legendären Pokémon ist Giratina so ziemlich das, was am schwersten zu fangen ist. Wobei, na gut, es gibt ein paar schlimmere. Bei dem ist tatsächlich nur das Problem, dass er sich halt selber umbringt. Groudon und Kyogre aus Smaragd sind noch schwerer zu fangen, weil die beide Erholung können. Ansonsten ist Giratina schon der nächstschwerste, weil... ja, sehr wenig Attackenpunkte, du kriegst mit Trugschlag nicht geschwächt. Sei denn, du hast ein Pokémon, das Trugschlag kann und die Fähigkeit hat, dass man Geist-Pokémon treffen kann, damit Rauflust. Oh, bitte. Dreimal? Bitte. Er ist drin? Ja! Oh mein Gott! Ich sag doch, wir brauchen keinen Meisterball dafür. So. Wir haben ein Giratina. Und der Part ist fast eine Stunde lang. Yay. Kriegst du einen Spitznamen? Piep dich. Piep dich. Ah nee, der kriegt jetzt erstmal keinen Spitznamen. Wenn mir einer einfällt, dann gebe ich ihm noch einen. Aber der kommt jetzt erstmal eh nicht ins Team. Giratina scheint uns verstanden zu haben. Dieses Pokémon, dieses schattenhafte Pokémon wurde gefangen. Oh, das hat er wieder gesagt. Deine Handlung führt dazu, dass diese irrationale Welt auch weiterhin existieren wird. Wird es dadurch für mich unmöglich, eine neue Welt zu schaffen? Selbst wenn ich eine neue rote Kette herstellen würde, könnte es keine neue Welt geben.
Warum nur? Warum willst du diese beiden Welten unbedingt beschützen? Ist der Geist so vage und unvollständig, ist so wichtig für dich? Der Ort, an dem wir geboren wurden, die Zeit, in die wir leben, unsere Sprachen. Wir alle unterscheiden uns, aber die Anwesenheit von Pokémon verbindet uns. Wir teilen unser Leben mit den Pokémon und werden glücklicher. Denn in der Gemeinschaft sind wir so viel mehr als allein. Und weil wir zusammen mit anderen leben, sind wir in der Lage, gemeinsam zu kämpfen und Pokémon zu tauschen. Mit wem auch immer wir wollen. Sei still. Hör auf mit dem Geschwafel. So rechtfertigst du also Geist und Verstand als etwas Reifes? Aber das ist nur das armselige Hoffen der Menschen, die sich der Illusion hingeben, glücklich und sicher zu sein. Emotionen kochen in mir hoch. Wut, Hass und Frustration. Und diese schlimmen Emotionen entstehen aufgrund meines mangelhaften Geistes. Aber genug. Wir werden uns niemals einig sein. Aber ich verspreche euch eines. Ich werde die Geheimnisse dieser Welt aufdecken. Mit diesem Wissen werde ich dann meine eigene vollkommene Welt erschaffen. Und eines Tages werdet ihr aufwachen und ihr seid in meiner Welt. Eine Welt ohne mangelhaften Geist. Nur weil es Traurigkeit gibt, können wir Glück empfinden. Und aus Ärger wird Mitgefühl geboren. Lass uns nach Hause zurückgehen. Das Portal, bei dem sich Giratina befand, sollte uns zurück in unsere Welt führen. In den Legenden steht geschrieben, dass Giratina das Wesen auf der anderen Seite unserer Welt ist. Daher leuchtet es ein, dass es auch eine Verbindung zu beiden Seiten haben muss. So, und an dieser Stelle speichere ich jetzt und du darfst das nächste Mal hier weitermachen. Ah, sehr gut. Es ist vorbei. Ja, hab das ganze Vergnügen mit dem Pokémon-Fangen in meiner nächsten Folge dann nochmal. Ja, aber das wird wohl kaum ein Pokémon sein. Es hat genau dieselbe Fangrate, das, was ich mir als nächstes holen will. Ja? Ja, und bei dem habe ich noch das Problem, dass es mich totsweepen kann. So. Wir beenden hier an dieser Stelle die Aufnahme. Hat lang genug gedauert. Eine Stunde Folge. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ollie.